Oha. Hab ich dich erschreckt? Hab ich mich ja fast ein bisschen erschreckt. Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das nicht einer von denen? Den einen haben wir doch, den ohne Stimme, den haben wir doch schon wieder. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht, und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Tja. Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Wer mag Bankiers schon? Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Also, ich hab's nett versucht, aber du willst ja nicht. Und was willst du machen? Wie wär's mit einem Hauch von Klette? Den Geruch könnt ihr Göttlinge doch nicht leiden. Du bist doof. Und ein Schwein. So, Kletten. Okay, wo kriegen wir jetzt Kletten her? Du bist doof. Und ein Schwein. Seit wann haben Kletten Gerüche in den Geruch? Seit wann riechen die? Okay, Kletten. Nein, das ist für Geister und andere Kreaturen. Sieht nach Regen aus. Das Silberschwert bricht, was es hoffentlich nicht tun wird, aber was durchaus passieren kann. Da war ein Problem. Ah, hast du eine Klette für mich? Wie schön, dass du mich wieder beehrst. Welche Kräuter brauchst du, junger Mann? Vielleicht hast du die Kräuter, die ich brauche. Klettenbinde. Hilf nur. Von dem Rest haben wir doch noch genügend. Bis dann. Haben wir jetzt Kletten? Kletten. Den durch haben wir immer noch im Inventar. Als Questgegenstand. Gehen wir zu Fuß ein bisschen weiter. Hier gibt es einen Händler an der Seitengasse. Hey,
Mal gucken, was er so hat. Du bist hier der Einzige, der... Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Tötet euch mit einem Streichhieb. Ich kann irgendwie nicht täuschen. Wenn nicht, dann werde ich euch die Fressen polieren. Habt ihr das gehört, Jungs? Immer dieses Kämpfen. Ich war nicht darauf vorbereitet, ich bin... Verdammt! Ich werde hier an ein paar Banditen sterben. Das geht doch nicht. Puh. Geh nach Hause, Kaufmann, und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Das war knapp. Ja, danke, Herr. Sehr knapp war das. Bin ich kaputt. Okay, ich wollte mit dem handeln. Das ist ja weg. Einmal meditieren. Gebratenes Fleisch, oha. So, Schwerter mal angucken. Immer neues Essen. Die neuen Schwerter hier unten. 76 Schaden. 67 und 77. Ja. Muss jetzt nicht. Machen wir weiter mit der Quest. Hier wieder rein. Hops. Okay, nun verbrennen die Kletten im Ofen. Einmal Igni und zack. Wie sonst soll ich das anstellen? Quest gebackt oder was? Ah, geht doch. Mit der Träumerin. Die wird nicht umkommen daran. Die Sarah. Oder Sarah. Lass mal gegen die Wand rennen. Einmal reden. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt.
Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Ich meine, natürlich wird es nicht in Novigrad sein, aber dann kriegen wir vielleicht einen Hinweis, wie man auch. Letztendlich wird sie wahrscheinlich hier auf die Karte mal gucken. Letztendlich wird sie. Ach, hier sind wir. Novigrad, das ist die Stadt. Die große Stadt war. Ah ja, okay. Hätte ich mal früher gelesen. Okay, Stufe 35, da müssen wir dann auch noch irgendwo hin. Wenn nach Skellige gehen, nach Herzogtum Torisand und so. Letztendlich wird es in Kaer Morhen, Morhen sein, oder? Ne, hier, das ist dann Stufe 35, da wird es sein, im letzten, schwersten Ort. Da werden wir als nächstes nach Skellige, wo wir Stufe 16 haben. Können wir noch einige Sidequests machen. Hier in der Stadt habe ich schon auf der Karte gesehen. Da gibt es genügend. Das können wir jetzt mit ihm reden, sie ein bisschen aufklären. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Ich habe ein paar Kletten verbrannt. Der Göttling ertrug den Geruch nicht und floh. Corinne ist einfach aufgewacht. Das Haus ist wieder in Ordnung. Wunderbar. Allerdings haben die Vorfälle mir das Haus vergällt. Ich verkaufe es. Deinen Lohn habe ich nicht vergessen. Du bekommst eine ansehnliche Kommission, sobald ich es los bin. Schau hin und wieder rein und frag. Die De Jonkers halten stets ihr Wort. Aha. Danke. Ein ehrlicher Bankier. In Wahrheit sind wir schon von den... ich grüße meinen Retter. Grüße, De Jonker. Wie läuft das Geschäft? Das Haus steht zum Verkauf, aber es gibt noch keine Gebote. Vielleicht hat sich rumgesprochen, dass es da nicht ganz geheuer ist. Komm bald wieder. Vielleicht können wir es kaufen. Meine Unterkunft war so ein Haus, wo wir eine Truhe abstellen könnten und als Lager benutzen könnten. Ich meine, sesshaft wären wir da definitiv nicht, aber ich meine trotzdem. Gäbe es bestimmt für billig Geld. Und hier ist ein Schmied. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Was hast du im Angebot? 116 Schaden. Sehr gut. 116 Schaden. 116 Schaden. 116 Schaden. Können wir uns aussuchen. Und 24 Schaden. Okay. Benötigt Stufe 11. Das wird, deswegen können wir die noch nicht kriegen. Silberschwert. 555. Stahlwaffe. Silberschwert gibt es für 555 und mit Stufe 11. Merken wir uns das mal und kommen wir mit Stufe 11 nochmal vorbei. Und wo wir bis dahin 500 Gold herkriegen wollen, keine Ahnung, aber vielleicht können wir dem mal die ganzen Waffen hier verkaufen. Und dafür gibt es nicht gerade viel. Ich brauche es ja auch nicht.
Brust, bin die Stufe 21, die kann ich noch nicht nutzen. Das behalten wir mal noch, obwohl es nur 73 hierfür mit 220 bis 100, 180 bis 220 Schaden sollten wir mal Geld für sammeln und das Level, das sollte man wirklich mal machen. Sechser-Schwert haben wir noch, das wollen wir nicht verkaufen. Hat zwar nur 26 Schaden, aber das behalten wir hier noch. Ja, es ist langsam irgendwie auch. 73 wird auch langsam. Jetzt haben wir auch schon 425. 550, wir können hier noch was verkaufen. Unverkäuflich. Tja. Gibt es dafür? Ne, die behalten wir. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Wir kommen hier nochmal mit Stufe 11, kommen hier nochmal wieder. Erinnert mich dran. Okay. Preisen, nee, das fertigt mir nichts an. Bis dann. Merken wir uns diesen Schmied und noch ein paar Quests abgeschlossen haben. Hilfe. Vielleicht ein bisschen Geld noch dazu bekommen haben. Kommen wir hier mal zurück und holen uns mal ein neues Silberschwert. Das ist echt keine schlechte Sache. Ganz Zeit gesucht. Ein Barde. Trifft Corinne in den goldenen Stör. Ja, wo ist er denn? Das ist er bestimmt nicht. So rum und abend sag ich nie nein. Wo hält die sich auf? Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? So, wer will kloppen? Ja. Bisschen Faustkampf hier. Nimm dich vor den Ich hab zu tun. Geht es dir gut, Herr? Bis dann. Verschwendeter Atem. Hier. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Nichts geht über ein bisschen kloppen. Nichts geht über eine feine Klopperei. Wir brauchen Geld. Nur 42. Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Bisher haben wir noch nicht verloren. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen.
Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Die Kämpfer, auch wenn es viel Geld gäbe. Georg, den Rambock. Möge der ich werde nicht verlieren. Absicht. Oha, wir sollten doch vielleicht freiwillig verlieren. Ne, den kriegen wir da unten. Mit einer Backe in der Wand. Unser Sieger und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Hier ist ein Preis. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Und dann ist da noch Mortimer, Hauptmann der Wache. Den findet man meist beim Ochsenfurter Tor. Ah ja. Du bist zwar grün, aber in deinen Augen sehe ich Anstand. Was haben wir jetzt? Und der Schmied im Dorf, der hat echt ordentliche Waffen. Und ein Silberschwert. Auf 519, jetzt haben wir bald. Haben wir bald beisammen. Wo finden wir denn? Du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich schon mal verkloppt? Wo finden wir sie denn? Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen, nicht wahr? Du hast bestimmt alte so Frau. Manches Herz gebrochen. Bestimmt oben. Die Leute irgendwie sie machen. Ach, doch, ich ist man schon verkehrt. Ach so, ja, sie hat hier ein Zimmer. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Aha. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Aha, diese, das sind doch hier diese... Dieses Mädchens ist... Lesen sie Dingenskarten. Okay. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Aha. No. Nein. Machen wir weiter. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja,
Da ist noch etwas. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Ich hoffe, wir können ihr vertrauen. Stimme, du dass wir jetzt nicht alles erzählt haben und sie beim Petzen geht. Leg dich neben mich und versuche dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Wer auch immer das ist. Das träumen wir hier ein bisschen. Oh, ist das Rittersporn? Sehend. Uff, ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Aha. Danke für deine Hilfe. Das heißt, wir müssen den Rittersporn treffen. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Geh zum Rosmarin und Thymian. Aha, wahrscheinlich eine... weitere Tavernen oder so. Alles klar. Und ist trotzdem nachts nicht sicher. Die Schwarzen, der Daniel. Immer meditieren. Okay, jetzt haben wir die hier. Die Quest. Meditieren wollte ich. Meditation. Die Nacht überschlafen. Über meditieren meine ich natürlich. Okay, guti. Auf zum nächsten Teil der Quest. Level 11 hoffentlich bald erreichen. Können wir zu dem Schmied noch mal hin. Ich hoffe, wir merken uns das bis zum nächsten Stream. Und wo der sich befindet. Und bis wir Level 11 haben, das kann auch eine Weile dauern. Dann holen wir uns da die Stahlwaffe ab. Das Silber, die Silberwaffe.
Tempel geschafft? Nein. Vielleicht haben auch andere Schmiede Stahlwaffen. Silberwaffen. Wer weiß. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Ach, lutsch dem Teufel doch den Schwanz. Du bist. Noch mehr Treibgut aus dem Meer. Na, hier sind wir. Abgeschlossen. Wie kommen wir rein? Wahrscheinlich mit dem Zeichen hier. Oder auch nicht. Müssen wir Schlüssel finden. Lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Hinter Tür rein. Hab ich die Vordertür. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Mhm.